Sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte einfach mit dem beginnen, mit dem auch Herr Ritter begonnen hat, mit so einem staatstragenden Satz. SPD und CDU modernisieren die Verwaltung des Landes. Punkt. Unter der Beteiligung der Linken wurde die Modernisierung des Landes in den Sand gesetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren. So möchte ich Ihren Eingangssatz einfach mal an dieser Stelle vervollständigen. Und dann schauen wir mal, da haben Sie recht, was bei unserer Reform dann rauskommt, wenn wir dann hier im Landtag entsprechende Beschlüsse fassen. Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, inwieweit wir hier noch eine Sinnhaftigkeit an den Tag legen, wenn wir uns im Gesetzgebungsverfahren befinden. Im Prinzip hätten Sie Ihren Antrag dann nämlich formulieren müssen, Antrag der Fraktion Die Linke, Auswertung der Anhörung aus Sicht der Fraktion Die Linke. Dann wären Sie der Sache im Inhalt gerecht geworden. Aber dass Sie hier einzelne Punkte aus der Anhörung herausgreifen und daraus jetzt Landtagsanträge machen, da muss ich schon sagen, das ist nicht besonders kreativ, weil das bringt uns in der Sache nicht weiter. Ich habe das auch schon des Öfteren im Innenausschuss angesprochen. Wenn Sie sich als Parlamentarier, jetzt spreche ich die Fraktion der Linken an, über die Sinnhaftigkeit Ihrer Anträge, wenn Sie sich Gedanken machen und wirklich öffentlich sich die Frage stellen und Sie versuchen dann auch ehrlich zu beantworten, was bringt dieser Antrag der Bevölkerung von Mecklenburg-Vorpommern? Dann sage ich Ihnen, das ist Spiegelfechterei, der bringt nämlich gar nichts. Und ich komme nochmal auf diesen Aspekt zurück. Ich glaube, den müssen wir nochmal thematisieren. Wir befinden uns hier in einem Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, das Thema, was hier eingebracht wurde in den Landtag, ging entsprechend in die Anhörung. Die Anhörungen haben stattgefunden im Dezember. Und jetzt tun Sie ganz überrascht plötzlich, wenn es um die Tatsache geht, dass der Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Reform Ihnen hier nicht passt. Jetzt führen Sie Gründe auf, beziehungsweise auch die Anzuhörenden, die im Kern im Prinzip zwei Ebenen betrachten, nämlich zum einen die Ebene der Verwaltung, dass die, ich sage das mal vorsichtig ausgedrückt, in dem Sinne in diesem Zeitfenster überfordert ist, beziehungsweise die zweite Ebene, die Herr Müller hier schon entsprechend beschrieben hat, die Häufigkeit der stattfindenden Kommunalwahlen, die zusätzlich stattfinden sollen. Und insofern haben wir ja hier nun einmütig festgestellt, es geht im Prinzip um eine zusätzliche Wahl. Diese Tatsachen, dass es ein schwieriger Prozess ist für die Verwaltung innerhalb kürzester Zeit, sprich eines Jahres, hier eine Umsetzung vorzunehmen, beziehungsweise auch die Thematik mit der zusätzlichen Wahl, das sind ja keine Argumente, die neu sind. Und jetzt tun Sie plötzlich erstaunt und stellen hier Anträge im Landtag. Ich frage mich, geht es darum, dass Sie hier irgendwie parteiintern in einem Wettbewerb stehen, wo es um die Anzahl der Anträge geht? Ich glaube, Herr Ritter, das haben Sie nicht nötig. Und dann muss ich Ihnen an dieser Stelle sagen, verwechseln Sie dann nicht die Quantität mit der Qualität. Und ich verweise immer wieder auf das Gesetzgebungsverfahren, in dem wir uns befinden. Und insofern sage ich Ihnen ganz deutlich, machen solche Anträge zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Es ist richtig, dass unterschiedliche Vertreter, zum Beispiel Landkreis Güstrow, Ludwigslust oder Parchim, auf diese Thematik hingewiesen haben. Und ich kann Ihnen auch versichern und auch der Öffentlichkeit versichern, dass wir diese Bedenken ernst nehmen. Dazu sind nämlich Anhörungen da. Dann sind wir wieder beim Thema, was sind Anhörungen? Jawohl, wir hören die Öffentlichkeit an. Wir wägen ab, wir diskutieren, wir analysieren. Und dann kommt der entscheidende Punkt, Herr Ritter. Wir werden entscheiden. Und in diesem Prozess können Sie sich gerne einbringen. Sie haben ja selbst zu Beginn in Frage gestellt, ob das hier der richtige Ort ist oder ob das Ganze nicht im Innenausschuss besser aufgehoben wäre. Ich sage Ihnen, Sie haben recht, Sie hätten diese Thematik im Innenausschuss aufrufen sollen. Und damit Sie nicht in Versuchung kommen und dann vielleicht demnächst noch weitere Punkte aus der Anhörung hier zu Landtagsanträgen machen, zum Beispiel Altfehlbetragsumlage oder die Thematik Aufbaustäbe, Leitbildgerechtigkeit, Personalübergang oder auch die Konstituierung der Kreistage, da können Sie in jeder Sitzung einen Antrag draus machen und der Öffentlichkeit sagen,
Ich, Herr Ritter, bin so wichtig. Ich bin noch da. Wir müssen das thematisieren. Das können Sie jederzeit machen. Ich empfehle Ihnen nur, dann mindestens 2 oder 3 Anträge pro Sitzung zu nehmen. Bevor Sie das nämlich alles abgearbeitet haben, werden wir nämlich hier in diesem Landtag, so wie der Ministerpräsident es schon gesagt hat, das Gesetz nämlich schon verabschiedet haben. Und insofern sollten Sie dann sich hinsichtlich Ihrer Aktivitäten beeilen. Ich möchte aber auch noch mal auf den Zwischenbericht der Enquete-Kommission zu sprechen kommen, den Sie ja selbst angesprochen haben, Herr Ritter. Ich habe mir die Mühe gemacht, die über 200 Seiten mal in dem Sinne zu recherchieren, weil ich ja zum damaligen Zeitpunkt nicht dabei war, weil ich intensiv gesucht habe nach der Stelle, da wo die Linken sich mal geäußert haben und gesagt haben, 211 würde gar nicht gehen. Intensiv habe ich gesucht, leider mit dem Ergebnis, es ist mir nicht gelungen, diese Stelle zu finden, wo Sie jemals in 2007, 2008 schon mal gesagt haben, hier sind wir von den Linken, so geht das gar nicht, lasst uns das auf 2014 verschieben. Ich habe es nicht gefunden, aber Sie wissen, ich bin lernfähig, bin gerne bereit, wenn Sie mir die Textstelle zeigen, hier entsprechend dann noch mal darauf einzugehen. Und ich habe mir auch noch mal die Mühe gemacht, dann die Landtagsdebatte vom 24.04.2008, wo ja das Leitbild sozusagen auf den Weg gebracht wurde, hier auch noch mal etwas genauer nachzulesen, wo ja eindeutig auch in dem Leitbild in der Drucksache formuliert ist, es ist geplant, die gesetzlichen Grundlagen für eine Verwaltungsreform bis Mitte 2010 zu schaffen. Unter Berücksichtigung der Umsetzungsphase sollen die Gesetze 2011 in Kraft treten. Das ist eine klare Aussage. Wir haben jetzt gehört, dazu stehen wir. Da frage ich Sie aber auch, wo waren Sie 2008 im April? Wo haben Sie das thematisiert? Es wäre sehr nett, wenn Sie mir da noch mal behilflich sein können. Ich glaube eher, im Gegensatz zum Ministerpräsidenten, der Ihnen ja hier noch unterstellt, oder seine Auffassung ist, dass Sie sich mit der Tatsache inhaltlich auseinandersetzen wollen. Ich glaube, Sie wollen nur in der Öffentlichkeit Bambule in dem Sinne machen. Und ich sage Ihnen, das wird Ihnen in diesem Landtag nicht gelingen. Und ich sage Ihnen dann auch nochmal zurück zum 24.04., weil Sie auf diesen Bericht und auf Ihr Sondervotum hier verweisen. Sie haben extra ein Sondervotum abgegeben. Das ist Ihr gutes Recht, das begrüße ich auch in dieser Demokratie. Aber auch in diesem Sondervotum wird die Zeit schon überhaupt nicht in Frage gestellt. Und insofern gehe ich ganz persönlich davon aus, dass es irgendwann bei Ihnen Klick gemacht hat, aber weit nach 2008, nämlich im April 2009, als Sie gewusst haben, ja, im Juni wird dieses Gesetzespaket eingebracht. Da haben Sie gesagt, jetzt müssen wir aktiv werden, April 2009, erster Aufschlag, erster Antrag genau zu dieser Thematik. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, Herr Ritter, das kann ich nachvollziehen, das ist für mich logisch, aber das, was Sie heute hier abliefern, dass Sie im Anhörungsprozess dieses Thema erneut aufmachen, da sage ich Ihnen nur, wir müssen aufpassen als Landtag, dass wir uns in diesem Punkt dann nicht lächerlich machen wollen, dass wir nach Prinzipien arbeiten. Und ich verspreche Ihnen, wir als Fraktion, ich denke auch, ich kann für die SPD-Fraktion mitsprechen, werden dieses Spielchen nicht mitmachen. Wir lehnen nicht nur zum heutigen Zeitpunkt, wir lehnen diesen Antrag kategorisch ab und Sie werden gut beraten, den Antrag heute zurückzuziehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr